Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. An diesem wunderschönen Mittwochmorgen möchte ich euch wie jeden Mittwoch ein neues Produktvideo zeigen, wo wir Produktrecherchen betreiben, Produktanalysen durchführen und heute wird es super besonders. Deshalb, wenn du noch nicht dabei bist, drück auf das Abo-Button, drück auf die Glocke, so verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und gib dem Video schon mal jetzt einen Daumen hoch, denn heute wird es super interessant. So kannst du vielen anderen dieses Video empfehlen, die auch auf der Suche sind nach Produkten und Produktrecherche betreiben möchten. Das, was ich dir hier im Hintergrund eingeblendet habe, hat genau das mit dem Thema heute zu tun. Und zwar, nein, es hat nichts mit Aktien zu tun, es hat tatsächlich was mit Produkten zu tun, denn auch Produkten haben einen gewissen Preisverlauf. Und hier möchte ich dir ein Tool zeigen, womit du das Ganze analysieren kannst und bei sinkenden Preisen, bei tiefen Preisen einkaufen kannst und bei teuren Preisen gewinnbringend verkaufen kannst. Deshalb lohnt es sich, dieses Video bis zum Schluss anzuschauen. Bleib also dran, es wird super interessant. So Freunde, ich befinde mich hier auf der Amazon Startseite und heute soll es sich hauptsächlich auch um Amazon drehen. Ich möchte euch ein Tool zeigen, wie ihr analysieren könnt, um Produkte bei Amazon günstig einzukaufen und teuer wieder zu verkaufen. Um welches Tool es sich hierbei dreht, ist nämlich das Tool Keeper. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Es ist ein Add-on, was ihr für jeden Browser, was ihr nutzt, installieren könnt und es ist sehr, sehr wertvoll, was ihr damit machen könnt. Ihr seht hier, diese Browser werden unterstützt und dieses Tool gibt es auch als App. Somit habt ihr es auch auf eurem Smartphone und könnt da ganz schnell eure Produktpreise tracken. So, alle Informationen zu diesem Tool findet ihr auch unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch anschauen und dann seid ihr direkt hier auf der Seite. So, ja, Keeper ist das Tool. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an, wie genau sich das zu Amazon verhält und machen das Ganze erstmal bei Amazon. So, wenn ihr jetzt schon auf einer Produktnische unterwegs seid, dann habt ihr gewisse Kategorien, die ihr vielleicht verkauft. Da könnt ihr dann danach suchen. Seid ihr jetzt neu auf dem Markt und möchtet überhaupt ein Produkt finden, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht hier bei Bestseller zu schauen oder Angebote. Ansonsten guckt ihr auch hier, das werde ich gleich auch nochmal genau zeigen, was man hier bei Keeper unter Deals finden kann. Sehr, sehr interessant. Und aber wir schauen uns mal gerade an, zur Produktanalyse mal JBL Kopfhörer. Und zwar habe ich hier ein interessantes Produkt gefunden, was gute Preisschwankungen hat und wo man eventuell zuschlagen kann und gewinnbringend verkaufen kann. So. Und da geht es hier zum Beispiel um diese JBL Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, die es in verschiedenen Varianten gibt natürlich. Und wir sehen hier ganz normal die Preise, unverbindliche Preisempfehlung von 39,99. Wir sehen hier für 27,89 wird das in der Zeit angeboten. Wenn wir dann ein Stück zurück scrollen, dann sehen wir hier ein Chart. Wir sehen hier den Preisverlauf, den wir uns hier bis seitdem das Produkt bei Amazon angefangen wurde zu listen, zurück anschauen können. Und zwar wurde das Produkt hier September 2018 eingestellt, hat hier wirklich 39,99 gekostet und wir sehen hier immer wieder Preisschwankungen hin und her, aber wir können uns hier einfach mal noch kurz das Ganze einstellen. Wir haben hier rechts an der Leiste, können wir uns sagen, wir möchten Gebrauchte nicht sehen. Wir möchten nur neue und von Amazon angebotene Artikel sehen. Und dementsprechend wird uns das Ganze dann auch hier angezeigt. So, und wir sehen hier, gab es schon mal krasse Preisschwankungen. Wir sehen hier für 19,38 € und wurde dann bei Amazon für 29,99 € angeboten. Wir sehen aber hier teilweise gab es ja auch Preissprünge nach, sehe ich hier gerade nicht, aber hier vielleicht. Ja, tatsächlich. Ihr seht es hier, 12,46 €. Ein super Preis für dieses Produkt. 12,46 € und wenn ihr dann das Ganze jetzt für 28 oder 27,89 € verkaufen würdet, würdet ihr pro Produkt 10 € Gewinn machen, mindestens. So. Wie könnt ihr jetzt natürlich den Preis anschauen, so dass ihr beispielsweise informiert werdet über den Preis? Und zwar bietet das Tool, super, super interessant, eine Preisüberwachung an. Das heißt, ihr könnt hier euch benachrichtigen lassen, wenn der Preis bei dem gewünschten Preis ist.
So, und ihr könnt das Ganze separat für Amazon einstellen oder für Händler, die es neu anbieten, ja? Also ihr könnt es auch von Händlern kaufen. So, und wir sehen hier, welchen Preis möchten wir denn haben. Der tiefste Preis war tatsächlich hier mal bei 9,95 € heftig. Und bei Amazon war das für 12,46 €. So. Und wenn ihr das Ganze dann eingestellt habt, gebt ihr euch hier, ihr könnt das über E-Mail benachrichtigen lassen, über Webpush, dann werdet ihr hier über den Browser benachrichtigt oder Telegram oder RSS. Also dann könnt ihr sagen, ich möchte das für 2 Jahre mir überwachen lassen und mir den Wunschpreis dann anzeigen lassen und dann könnt ihr hier das Ganze auswählen. Ihr müsst dafür euch nicht zwingend registrieren, dennoch könnt ihr das tun, dann habt ihr nämlich alle eure Preisüberwachung auch hier bei Keeper selbst und könnt das Ganze anschauen. Ja, wie gesagt, ein super Tool zur Produktanalyse. Wir sehen hier noch weiter über den Reiter. Wir haben hier alle Daten dazu zu diesem Produkt, zeigt er uns dann an. Tatsächlich hier alles, was bei Amazon zur Verfügung steht, wird hier auch angegeben. Dann haben wir hier Variationen, die es zu diesem Produkt gibt. Das können wir auch einsehen. Einstellungen, die wir eventuell treffen können. Und was haben wir hier? Wir haben hier tatsächlich sogar eine eBay-Weiterleitung. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, wird uns genau das Produkt bei eBay angezeigt und tatsächlich sehen wir hier dann die Preise auch bei eBay, die um einiges höher sind als bei Amazon. Dementsprechend, wir klicken uns mal hier diesen Verkäufer an und der hat hier die Artikel tatsächlich für 33,99 sogar drin und verkauft die wohl recht gut. Wir schauen mal nach, wie gut er diese verkauft. Und ja, das sind zum Beispiel die Verkäufe für Februar und um einiges mehr als diese bei Amazon angeboten werden. Also super Produkt, super interessant, aber es soll ja nicht um genau dieses Produkt gehen, sondern allgemein um das Tool, was wir hier nutzen möchten. Und das Tool selbst bietet uns tatsächlich auch die Möglichkeit, super interessante Deals zu finden. Wenn wir denn hier auf Deals klicken, dann sehen wir hier schon mal, ich habe hier schon mal nach Ventilatoren gesucht, was eine sehr, sehr interessante Nische jetzt ist und sein wird für den Sommer, der kommt. Und derzeit sehen wir hier dann, also allgemein erstmal gesagt, hier oben haben wir ganz viele Kategorien. Wir haben hier über 87.000 Produkte, die gerade eine Preisschwankung haben. Und so können wir uns das Ganze hier mal anschauen. Wir können hier nach einem bestimmten Produkt suchen und dann im Grunde genommen direkt das Ganze tracken. Wir sehen hier dieser Ventilator zum Beispiel ist um 43% gefallen. Wir schauen uns die Historie an. Wir sehen direkt die Produktbilder, die auch bei Amazon eingeblendet werden. Wir sehen hier, wir können uns das Ganze hier bei Amazon direkt anschauen, bei eBay tatsächlich sogar anschauen. Und die gleiche Anzeige haben wir hier auch, wie auch bei Amazon auf der Produktseite. Und wir können die Historie bis 729 Tage zurückschauen. Das heißt, 729 Tage ist dieses Produkt schon gelistet und dementsprechend hatte es gewisse Preisschwankungen. Wenn mal hier nichts angezeigt ist, dann heißt es, dieses Produkt war in diesem Zeitraum überhaupt nicht gelistet. Tatsächlich war es wohl hier ausverkauft gewesen und dann hätte man hier das Produkt noch im Juli gehabt, wo der Sommer ja noch da war, hätte man hier tatsächlich auch den Preis ja, machen können, wie man möchte, ja. Deshalb lohnt es sich vielleicht jetzt schon dieses Produkt zu diesem Preis einzukaufen von 29,46, was es ja jetzt ist. Und im Sommer wird es nach der Analyse hier zu sagen, sicherlich wieder den Preis von ja, 58 € erreichen. Und wir haben hier dann einen Preisunterschied von 20 €. Nach allen Abzügen von Gebühren werden wir vielleicht hierbei um die 10 € Gewinn landen pro Produkt, was super gut ist für eine Investition von 29 € pro Produkt. Also, aber wie gesagt, es soll ja nicht um das Produkt gehen. Hier gibt es super, super viele andere Produkte, die euch hier auch einblenden könnt und die werden tatsächlich hier gefiltert nach Rabatten. Wir sehen hier 80% für diese Schuhe. Unglaublich. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, man muss tatsächlich mal immer ganz weit zurückgucken, wie hat sich der Preis in der Vergangenheit verhalten. Und zwar im letzten Jahr war dieses Produkt schon öfters bei 9,43 € 23 €
und ist dann mal ganz hochgesprungen auf 39,99. Ja, Amazon hat das Ganze angeboten und hat es tatsächlich ein halbes Jahr für 39,99 angeboten und dann ist der Preis auf einmal schlagartig gefallen. Dann ist er wieder hochgegangen und jetzt ist er bei 5,23 Euro. Man muss vorsichtig sein, um diese Produkte nicht oder auf diesen Produkten nicht sitzen zu bleiben, muss man immer schauen, dass es nicht zu starke Preisschwankungen sind. Das ist mir ein bisschen zu starke Schwankungen, wobei ich sagen muss, für 5,23 Euro einzukaufen und diese vielleicht dann für, ja, sei es jetzt auch für 20 oder 15 Euro wieder zu verkaufen, wäre immer noch lohnenswert und gewinnbringend. So. Was auch wichtig ist, wenn ihr diese Produkte dann auch wieder auf Amazon verkaufen möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr auch erstmal schaut, darf ich dieses Produkt denn frei anbieten? Und wie ihr das Ganze prüfen könnt, dazu geht ihr dann einfach bei Amazon auf das Produkt und geht dann auf die ASIN, die ja hier unten angezeigt wird. Na, wo haben wir sie? Da ist die ASIN. So, und diese ASIN kopiert ihr dann bei neues Produkt hinzufügen, wie ihr das kennt im Seller Central. Das habe ich schon mal gezeigt. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann blende ich euch hier oben ein Video ein, wo ihr das schauen könnt. Da habe ich schon mal gezeigt, wie man Produkte bei Amazon inserieren kann. Und dann könnt ihr direkt sehen, könnt ihr dieses Produkt verkaufen oder dürft ihr es nicht? Ja, oder braucht ihr eine Berechtigung dafür? Denn eine Berechtigung von Amazon bekommt ihr nicht, wenn ihr die Produkte bei Amazon selbst kauft und bei Amazon selbst wieder verkaufen möchtet. Ihr braucht schon einen Lieferanten. Ja, in dem Falle geht das über Amazon selbst nicht. Aber wenn das Produkt frei zum Verkauf steht, das heißt, ihr könnt es einstellen als neu, dann ist das alles problemlos. So viel zu diesem Produkt. Wir gehen mal zurück zu Keeper unter Deals und schauen uns noch weitere Deals an. Und wir sehen tatsächlich, hier gibt es super, super viele. Ihr könnt hier auch nochmal kategorisieren, was neu vielleicht ist und. Und könnt schauen. Also, wie schon gesagt, am Anfang würde ich vielleicht nicht mit Kleidung das Ganze machen, weil Kleidung ist schon nicht einfach zu verkaufen. Aber gewisse Sachen, die vielleicht gut laufen könnten, wie zum Beispiel sowas hier, irgendwelche Scheibenwischer. Das ist unglaublich hier. Ich sehe gerade, das ist ein Durchschnittspreis von 68,94 Euro und jetzt für 16,98 Euro. Wir schauen uns das noch mal kurz an. Ja, tatsächlich hat hier Amazon sehr lange das Ganze hier für über 80 Euro angeboten. Jedoch war der Preis generell so um die 17 Euro. Deshalb lohnt sich dieses Produkt schon mal nicht. Ja, und hier könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen rumstöbern und schauen, welche Produkte für euch denn interessant sein könnten. So viel dazu. Ja, und hier könnt ihr dann die ganzen Überwachungen einstellen und. Einen großen Vorteil habt ihr bei Amazon, denn wenn ihr bei Amazon Produkte verkauft, um diese bei Amazon auch wieder gewinnbringend zu verkaufen, und jetzt habt ihr aber ein bisschen daneben gehauen und habt ein Produkt gekauft, was ihr einfach nicht loswerdet, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr dann in dem Widerrufszeitraum diesen Produkt oder dieses Produkt nochmal wieder zurückschicken könnt. Ja? Diese Möglichkeit habt ihr, nutzt das auch, wenn, damit ihr nicht auf diesem Produkt sitzen bleibt. Manche Produkte muss man natürlich dann schauen, wie zum Beispiel, was wir uns am Anfang angeschaut haben, Ventilatoren. Da ist es dann so, dass man die günstig im Winter einkauft und teuer im Sommer wieder verkauft. Da ist ein großer Zeitraum dazwischen. Da habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, dieses Produkt wieder zurückzugeben. Aber da müsst ihr euch genau Analysen machen und anschauen, wie hat sich das Produkt denn in der Vergangenheit verhalten. Ganz wichtig. Ja, dazu soll es gewesen sein. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Tool. Und ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat, hilfreich war für dich, dann gib dem Video einen Daumen hoch und hast du diesen Kanal noch nicht abonniert, drücke dann jetzt aufs Abo-Button und drücke auf das Glockensymbol. So wirst du auch kein weiteres Video mehr verpassen, denn jeden Mittwoch gebe ich euch hier Produktrecherchen an die Hand, mit denen ihr an Produkte kommt, günstig und diese gewinnbringend auf Marktplätzen wie Amazon und eBay verkaufen könnt. Dazu soll es gewesen sein. Im nächsten Video möchte ich euch noch eine weitere Deal-Seite zeigen, wo ihr solche Deals und auch viele, viele andere bekommen könnt.
Da freue ich mich, wenn du auch dann beim nächsten Video dabei bist. Ansonsten freue ich mich auch über deine Fragen, die du unten in der Beschreibung mir geben kannst. Ich werde so schnell wie möglich darauf antworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.